7 Landfrauen aus 7 Regionen der Schweiz. 7 Bäuerinnen im Wettbewerb um die beste Regionalküche. SRF bei den Leuten schaut diesen Frauen in Alltag und in Kochtopf. Unsere Gastgeberinnen sind Erna Köfer aus dem Appenzellischen Schlatt, Stefanie Moser von Wichtrach, Kanton Bern, Sibylle Meier aus dem aargauischen Anglikon und aus dem luzernischen Altbüron Romana Zumbühl. Dann sind dabei Ramona Imhasli aus dem Walliser Fieschertal, Silvia Stschier aus dem bündnerischen Parsons und aus dem freiburgischen Motiet Annie Simone. Das ist SRF bei den Leuten, Landfrauenküche. Es ist Samstagmorgen in Parsons im Bündnerland. Heute kommen die Landfrauen zu der Silvia Stschier zu Besuch. Ganz früh am Morgen ist Silvia schon unterwegs für ihr Menü. Sie braucht dafür ein ganz besonderes Kräutchen. Das ist Ervaschores, das ist romanisch und ist Krauseminze. Und das schneide ich ab bei meiner Nachbarin. Ich habe es selber nicht im Garten, weil ich bei Zockels Ervaschores machen möchte. Die grösste Herausforderung für das Menü ist bei mir, dass ich die Carpaccia ein bisschen knusprig herbringe und meine Pizzockels auch gut sind und nicht so ein bisschen flodderig werden. Und dass ich auch sie bringe in meiner Zeit. Wir haben noch Alpabzug und zum Morgen gehe ich am Alpabzug. Heute, wo die Landfrauen ins Bündnerland kommen, ist also auch noch Alpabzug zu Parsons. Der Alpabzug ist ein wichtiger Tag für die Familie von Silvia. Der Silvia, ihrer Mann, der Niklas Tschier, ist immer froh, wenn er Ende Sommer das Fee gesund von der Alp holen kann. Den ganzen Alpabzug kann Silvia heute nicht schauen. Sie muss Helga vorbereiten für das Wettbewerbsessen. Schon zum 6. Mal sind die Landfrauen unterwegs. Sie reisen auf Parsons im Oberhalbstein, ein kleines Dorf in der Nähe von Savonin. Ich freue mich natürlich, zu Silvia zu gehen. Ich denke, sie wird sicher eine Bündner Spezialität auf den Tisch bringen. Und das freut mich natürlich sehr. Ah, Silvia ist eine aufgestellte, lustige. Mit ihr kann man Pferde stellen. Vor Silvia erwarte ich eine Nusstorte. Die muss sie bringen, sonst gibt es keine Punkte. Das ist ihr Silvia, ihr Stöckchen. Und da ist sie am Vorbereiten für die Landfrauen. Zur Vorspeise macht sie Scarpaccia, ein typisches Bündner Gericht aus altem Brot, Eier, Käse und Mangold. Trick kann ich nicht. Es muss gut im Ofen sein. Die Zutaten müssen gut stimmen. Und sonst machen wir es in einem Blech und schneiden ab, wenn wir es für die Familie machen. Und jetzt habe ich es halt für eine schöne, die kleinen Förmchen machen. Silvia, die Älteste, die ist bei uns, das merkt man gar nicht. Sie ist so ein herzlicher Mensch und kann so auf dich zugehen und ausdrücken, was sie fühlt. Ich habe sie sehr gerne. Die Dekoration, denke ich, wird Silvia auch ein bisschen aufs Bündnerland abstimmen. Vielleicht ist irgendetwas mit Steinbock oder eine Jagd, Wild, Steiniges auf dem Tisch. Was sie sicher auch wird, mit Blumen arbeiten. Thank you.
Beim Kochen hilft Jolanda mit, Silvia, ihre jüngste Tochter. Jolanda hat diese Woche extra Ferien genommen, um ihrer Mama zu helfen. Die zwei haben ein aufwendiges Menü vor. Das Rezept findet ihr, wie immer, auf der Homepage. Aus gekochten Randen sticht sie Steiböcke aus. Die Steiböcke gibt es dann als Garnitur zum Salat. Bevor die Landfrauen ankommen, will Silvia noch die Kalbshaxen in den Ofen tun. Die Kalbshaxen müssen richtig lang schmoren, gut anderthalb Stunden, dass das Fleisch dann nur so vom Knochen geht. Das Empfangskomitee der Familie Schier ist parat. Mit dabei Ninja, das erste Grosskind in der Familie. Ja, stell dir kurz meine Familie vor, Jacqueline. Und das ist ihr Mann, mein Mann, der Niklo, der Marcel und Jolanda. Und der Andreas fehlt im Moment, der ist halt am Melken. Da ist es so bei den Milchbauern. Zum Apéro gibt es ein Bamasch aus einem regionalen Bier. Silvias Familie baut dafür Braugäste an. Käse, Wurst und Brot ist für den ersten Hunger gedacht, nach dieser langen Reise ins Bündnerland. Und das Bündner Birrenbrot, Silvia, ihre Spezialität, darf natürlich auch nicht fehlen. Gut, liebe Landfrauen, ich muss kommen, sonst kommen wir nicht zur Nacht über. Aber es hat auch genug Leute von der Familie, die euch noch etwas zeigen können, wo ich daheim bin und die Gegend ein bisschen zeigen. Sie machen es gut. Ja. Ciao miteinander. Gut kochen. Ja, danke. Mänti am Morgen. Es ist morgen um 6 Uhr. Silvia ist schon seit 2 Stunden in der Backstube am Werken. Zuerst macht sie immer das Brot. Ja, ich backe jeden Morgen. Ich habe viele Gäste und Einheimische, die kommen Brot holen. Und für die backe ich gerne. Und wir selber haben eigentlich noch nie Brot gekauft, seit ich die Person bin. Vor 2 Jahren hat Andreas, der älteste Sohn, den Hof übernommen. Jeden 2 Tage bringt er früh am Morgen die Milch in die Käserei auf Savonin. Bis die Schiers auf dem Hof hat es immer Kälber zur Aufzucht. Etwa 30 Tiere kommen hier im Jahr auf die Welt. Kälbertränken ist etwas von dem, was der Niklo, der Seniorchef, macht. Ich habe ein bisschen Mühe, weil es fest aufgegangen ist. Silvia, ihre neue Backstube gibt es seit 6 Jahren. Diese Backstube hat mir der Nachbar, der das, also den Stall abgerissen hat und ein neues Haus gebaut hat, hat er nicht recht gewusst, was er mit dem Raumsteil machen und hat dann für mich eine Backstube eingerichtet. Das, sagt Silvia, sei für sie wie ein Lotto-Sechser. Die Brot sind im Ofen. Jetzt gibt es im Bauernhaus einen zu Morgen. Als junge Frau ist Silvia vor 40 Jahren aus dem Kanton Aargau auf Parsons gekommen und wegen der Liebe geblieben. Bis die Schiers geht die Sprachgrenze mit der Familie. In meiner Fässer. Mit dem Papa redet Jolanda Romanisch, mit der Mama redet sie Deutsch. Ein Mensch wird rausziehen. Ja. Es hat ein Riss auf der einen Seite. Mhm.
Der Marc ist Praktikant auf dem Hof. Er kommt aus Rumänien und bleibt für 4 Monate bei der Familie Schier. Und ein bisschen kehren, darum geht es gut. Die letzte habe ich auch gut gemacht. Silvia ist unterwegs auf die Alp, Somtschand. Sie hat Zeit, über das Wettbewerbsessen nachzudenken. Also, ich habe das Gefühl, wir sind noch ganz ruhig. Und vielleicht kommt die Nervosität schon am Freitag oder am Samstag am Morgen. Aber ich meistere das hoffentlich schon. Es kommt, wie es muss. Und wir lassen es auf uns zukommen. Auf der Alp hat Silvia 2 Säue zum Sümmern gegeben. Denen will sie jetzt schauen. Hi Gottfried. Hallo. Ist gut? Tipptopp, wieder im schönen Wetter. Ja. Muss dir helfen? Nein. Jetzt hat es schön aufgetan, hä? Ja. Bis etwa eine Vorstunde. Hat es am Morgen fast ein bisschen geschneit? Nein, geschneit nicht. Hä? Nein, selbst nicht, aber jetzt geregnet hat es schon so leicht. Nicht? Ja. Aber es ist fest Herbst geworden hier oben. Ja, jetzt die letzte Woche hat es gerade noch. Ja. Der Gottfried, ein Südtiroler, schaut schon den 10. Sommer zu den Tieren auf der Alp Somtschand. Silvia hat die Schotte gebracht. Das ist ein Abfallprodukt, das es beim Käse gibt. Ja. Für die Zoe eine Delikatesse. Hölle. Wir haben ja Schinken gehabt bis jetzt. Ah, schon? Ja. Ja, mit dem. Jetzt haben wir den letzten. Ja. Wunderbar. Also, den Schinken haben wir natürlich schon gern, weißt du wie? Und der Nico, der Speck. Das sollten wir viel mehr. Ja, letztes Jahr war schon gut. Ja. Also, ich esse ist auch besser, wenn er nicht ganz zu hoch und nicht zu viel Fett ist, nicht? Ja. Da bist. Aber. Nein, das ist. Bald ist der herrliche Alpsommer vorbei und die Zeug gemästet und hoffentlich kugelrund. Wieder zurück in der Bachstube. Also Bärenbrotrezept gibt es natürlich fast wie jeder Haushalt im Bündnerland. Und ich habe jetzt ein eigenes Rezept. Und hier habe ich drin Beeren getrocknet. Ich habe Feigen drin, die ich schneide. Getrocknete Pflaumen, Weinbeerli, Baumnüsse und Bärenbrotgewürz, Schnaps und Wein. Und dann tue ich einen Rauchbrotteig reinkneten, damit die Masse etwas zusammenhält. Und darum tue ich einen Zapfteig machen. Und der Zopfteig der wird von der Yolanda bearbeitet. Yolanda ist gelehrte Konditorin, Konfiseurin. Und sie ist die Schweizermeisterin von 2008 in ihrem Beruf. Wenn Yolanda beim Arbeiten frei hat, hilft sie gerne in der Bachstube von Silvia mit. Mutter und Tochter sind ein gutes Team. Wir kommen sehr gut aus miteinander. So. Mal. Zum Teil Sachen muss er halt schon etwas sagen, aber sie muss auch mir wieder mal mit. Also wir können es ziemlich lustig haben, wenn wir zusammen sind. Schon Yolanda, ihr Grossvater, war Speck.
Silvia ist also in einer Bäckersfamilie aufgewachsen. Sie hat den Beruf zwar nicht gelernt, sie ist aber gleich ein Vollprofi. Weitermachen, das kannst du gar. Ja, dann gehe ich. Da. Danke. Tschüss. Tschüss, danke. Das Wetter bleibt trocken. So dürfen die Tiere, die nicht auf der Alp sind, daheim auf die Weide. Es sind Rinder und Kühe, die gerade gekalbert oder noch trächtig waren. Und darum will sie den Niklo daheim haben. Der Niklo ist 63 und bis zu seiner Pensionierung ist beim Sohn angestellt. In der Zucht von diesen Tieren steckt dem Niklo sein ganzes Herzblut. Wir haben vor knapp 2 Jahren den Betrieb Andreas übergeben. Und ich darf mithelfen und Silvia natürlich auch. Aber wir haben schon die Arbeit ein bisschen aufgeteilt. Der Andreas macht eher von außen mit den Äckern, Kunstwiesen und Soßlandschaft. Und ich mache eher im Stall und mit den Kühen. Kühen ist einfach mein Lieblingsfach. Tier und der Hof sind also überschrieben. Wie einfach ist das gegangen für einen Seniorchef? Ich muss es so sagen, mit einem lachenden Auge und mit einem weinenden Auge. Mit dem Lachen, dass der Sohn den Betrieb übernommen hat. Mit dem Weinen, ja, dass man vielleicht einen Schritt zurücktreten muss. Aber Gott, bei jedem ist da gleich. Bei jedem muss einmal ein bisschen zurücktreten. Sei es in der Gemeinde, sei es wo es ist. Jeder muss einmal ein bisschen zurücktreten und die junge Generation machen. Nicht mehr ganz an vorderster Front sind Silvia und ihr Mann. Und darum liegt jetzt auch unter der Woche mal ein Besuch beim Grosskind drin. Von Parsons geht die Fahrt in Heinzenberg auf Brätz. In Brätz wohnt die älteste Tochter, Jacqueline. Hallo. Hallo. Wie geht's? Gut. Wir haben nämlich ein bisschen lang. Nicht? Hallo. Ist der gut? Wenn ich nicht bin. Meinst du nicht? Kann der Tag nicht zum Probieren haben? Hä? Wow. Vor 5 Monaten ist Silvia das erste Mal grosse geworden. Und Niklo Tat, wie Grossvater auf Romanisch heisst. Die kleine Ninja ist der Stolz der ganzen Familie. Kinder. Ninja. Kinder, sagt sie. Kinder ist noch was? Vom Bauernstück. Kinder. Der Schwiegersohn, der Simon, ist auch Bauer. Oder dazu noch Zimmermann. Nein, das ist schon. Oder was? Haben wir noch mehr. Wie viele Leute sind am Apero? Ja, schon etwa 10, 12. Aber das ist ja noch mehr. Was sind das? Hirsch. Damhirsch. Ja. Wann haben die gemacht? Das letzte Jahr. Die Salsitz sind vom Simon seinen Hirschen. Er züchtet seit 3 Jahren Damhirsche. In seiner Werkstatt will er der Schwiegermutter noch etwas zeigen. Leck, super, hä? Ist gut? Ja, du weißt, wie ich abläufe bei den Frauen. Die Grösse ist jetzt 90 auf 2,10 Meter. Super. Das ist ein feines Schuhmass von deiner Tochter. Da kannst du kochen, was du willst. Es muss gelingen. Ah ja? Ist immer gut. Ja, super. Was musst du jetzt noch machen? Jetzt sollen wir die Spälte noch ausfüllen. Das ist ein Altholz. Tisch. Jetzt unter dir noch mit dem heißen Füllkit
Dann er ausfüllen und dann noch schleifen und ölen. Ja, er hat Mass gesagt und gesagt, es sei Feng Shui und jedes Essen klinge da drauf. Schöne Massarbeit und Feng Shui aus China. Der kann ja wirklich nicht mehr schief gehen. Das alte Brot kann Silvia ihrem Schwiegersohn geben. Er verfuttert gerne seine Hirsche. Der Tag des Barsons erwacht und fährt gerade mit neuem Leben an. Stier. Silvia macht beim Netzwerk Skarnuz Grischun mit. Seit über 20 Jahren tun Bündner Bäuerinnen ihre Produkte im Skarnuz, was auf Deutsch Papiersack heisst, direkt vermarkten. Silvia produziert das Birnenbrot für einen Papiersack. Das Backen ist für mich eine grosse Leidenschaft. Fast zum Beruf geworden, kann ich sagen. Ich mache sehr viel. Auch für die Familie mache ich viel Backen. Wir machen auch Töchtern und Eben mal Hochzeitsapparo. Mal backen ist schon das grösste Hobby, das ich habe. Jeden Morgen füllt Silvia ihren Hofkiosk auf, wie sie dem Häuschen sagt. Und zwar immer nach der gleichen Ordnung. Ich habe von jedem Produkt drei Stück raus. So habe ich einen Überblick, aber wenn ich die Kasse leere, ob alles stimmt oder nicht. Ciao, Pietro. Ciao, Silvia. Tipptopp. Gut. Du auch? Ich immer. Du, ich hätte gerne 6 Kalbshaxen am Samstag. Ja. Die Landfrauen zum Znacht. Das sind die Kleinen hier, ha? Ja, tipptopp. Wenn du ein bisschen einschneidest, dann bügen sie nicht. Ja. Ein bisschen im Mehl wenden. Ja, ja. Ein bisschen Wurzelgemüse, das hast du ja im Garten. Ja. Wir haben von den eigenen Tieren schon Kalbshaxen, aber es sind verschiedene Grössen. Und ich will für die Landfrauen wirklich alles gleich grosse haben und nicht allzu grosse. Aha, Silvia überlässt nichts dem Zufall beim Wettbewerbsessen für die Landfrauen. Sola.
Das wär's. Dann machst du mir eine Rechnung. Ja, ich mach. Danke vielmals. Danke, ciao, ciao Silvia. Schönen Tag. Zuerst gibt es jetzt zum Mittag für die Familie. Der Wirt braucht sie für die Suppe. Ich habe gute Esser am Tisch. Sie tun eigentlich alles essen. Ich kann nicht klagen. Der Niklo kocht sehr gut. Meine Kinder haben Freude, wenn der Papi kocht, wenn ich nicht rum bin. Er kann das sehr gut machen. Für die Alltagsküche ist aber Silvia zuständig. Heute gibt es Maluns, ein Bündner Gericht ohne Fleisch. Für gute Maluns braucht es Geschwälte vom Vortag, Salz, Mehl, Grieß und viel Bratbutter, dass es goldige Rebelli gibt. Die Tante, die hier im Haus gewohnt hat, vom Niklo, die hat mir den Tipp mal gegeben, Maluns werden nur gut, wenn man noch ein bisschen Grieß rein tun. Und es ist wahr, ich habe immer gute Maluns, die gut durch sind und eine schöne Farbe haben. Da habe ich den übernommen. Sie hat den von ihrer Mutter schon bekommen. Und die Tante war 90. Ich dachte, so schlecht kann sie ja nicht sein. Heute serviert Silvia zuerst eine Bündner Gästensuppe. Am liebsten esse ich so die Küche von Mama. Wenn ich irgendwo woanders bin und etwas habe, wo die Mama sonst auch kocht, sage ich mir, dass für Mama ist einfach besser. Besonders ist bei Silvia nur, dass sie zu den Maluns Krisi-Kompott macht, statt Apfelmus, wie es traditionell wäre. Der Grund, Krisi haben einfach alle lieber. Nach dem Mittag macht Silvia für das Landfrauenessen drei verschiedene Glassen parat. Es gibt eine Zwetschgeramglasse aus den Äpfeln und aus den Himbeeren ein Sorbet. Für die Rahmglasse schlägt sie Eier und Zucker schaumig und vermischt sie mit Nidle. Beim selber Glasse machen ist die grosse Schwierigkeit, dass sich beim Frieren in der Glasse keine Eismöckli bilden. Hat Silvia dagegen einen Trick? Ja, diesen Trick haben wir. Wir haben ein bisschen Profimaschinen und hier gibt es ganz sicher keine Eismöckli drin. Die Glasse kommt jetzt subito in den Tiefkühler. Der ist im Stöckli oben. Ins Stöckli wollen Silvia und ihre Mann noch in diesem Jahr zügeln. Die Landfrauen bewirten sie aber am Samstag schon hier. Hey, und Sachen fürs Dessert, hast du bereit? Ja. Oder für die Prionis. Das Dessert muss Mami bereit machen. Ich habe sie klasse gemacht. Die beiden Töchter sind schon fleissig an den Tisch gekommen. Jacqueline ist Handarbeits- und Hauswirtschaftslehrerin und hat Dekorationen entworfen. Ja, das ist aber nicht 50 Minuten dran gehabt. Nein, das sind die anderen. Ah. Wie haben das? Die zwei Frauen. Gut, gut. Hä? Gut. Alles gut. Da könntest du die Distel mitnehmen, ist wie. Muss ich das weg? Nein, du musst aufpassen, das Stich. Ja. Und die muss ich vielleicht auch noch mal probieren. Ja, es gibt schon noch etwas Arbeit, aber wir haben glaub, gut vorbereitet. Jacqueline hat Kränze angefangen zu machen. Niklo hat Distel gesucht.
Und die Jolanda ist Frauenmäntel suchen. Und so ist es eine richtige Familienarbeit. Nachher gehen wir. Ja. Es ist Freitagnachmittag. Zu Barsons gibt es noch viel zu tun, nicht nur für das Landfrauenessen. Es ist ja auch noch Alpabzug am Samstag. Die Blumen hier sind für die Kränze der Kühe reserviert. Ich muss eben ein bisschen gleich grosse haben. Es ist Tradition, dass die Bäuerinnen vom Dorf den Schmuck für das Fee zusammen parat machen. Die Familie ist mal, auch gut parat. Das helfen alle gut mit. Meine Mann ist vielleicht ein bisschen nervös, aber das leitet sich dann schon am Mond. Der Niklo nervös, keine Spur. Schön. Schön. Grün ist das Thema. Ja, schön. Es passt. Wunderschön, ne? Es passt. Nehmen wir Platz. So cool. Mhm. Ganz schön. Schöne Stufe so hoch. Eine halbe Stunde hat er ruhen, den Teig für die Pizzockels. Jetzt ist er der Silvia zu dick. Es muss eins ein mehr drin. Das Ganze? Ja. Ja, jetzt kommt es glaub ich, gut. Kommt es echt wirklich gut? Also, mir denkt es nicht gut. Ha? Noch ein bisschen mehr rein tun. Ha? Ja, da. Zuerst ist es zu dick, dann zu dünn. Es ist gar nicht so einfach, den Teig für Pizzockels richtig herzubringen. So, Frauen, habt ihr den Weg gefunden in mein Stöckchen? Ja, schön Stück. Ja. Ich werde euch noch das Menü vorstellen von heute Abend. Und zwar gibt es eine Vorspeise Scarpaccia und einen gemischten Salat mit ein bisschen Speckwürfel drüber. Und der Wein dazu ist ein Chardonnay und kommt aus der Bündner Herrschaft. Und als Hauptspeise gibt es einen Kalbsachsen, Silvia-Sart. Und Pizzockels, Gunerva-Schores und Gemüse. Der Dessert ist ein Steinbock-Glassenteller mit Herbstfrüchten. Super. Danke schön. Ich wünsche Ihnen einen guten Miteinander. Danke. Kann ich sie drauf tun? Warte. Je knuspriger sie wird, je besser ist sie eigentlich. Aber es wäre jetzt gut. Das Scarpaccia sollte aussen knusprig und innen ja nicht austrocknet sein. Ja, ich würde es so heilen. Ja, für die Bündner Herrschaft. Danke, Niklo. Und wie sagen wir hier? Viva? Oder wie sitzen wir? Viva la Vija! Jetzt musst du so. Ja, kein Problem. Beide sind wir auch in Spanien in der Woche. Ein bisschen zu alt. Nein, ich platte ein bisschen. Ach, schon, ist ja da oder geht. Wegen dem Vertöpeln? Nein. Entweder bist du. Danke. Schön. Schon zum sechsten Mal sind die Landfrauen heute beim Znacht. Wie immer, tun sie zuerst probieren und die Noten verteilen.
haben alle geschrieben und sind Zettel eingezogen, dürfen die Frauen noch miteinander reden. Danke schön. Merci. Salat ist fein gewesen. Ich habe auch gerne den Speckel. Ich gehe sehr gerne. Es gibt auch so eine gute Kost. Ja, fast lieber noch gerne ein zweites Schäli Salat. Die noch mal zum Bollen da. Vorspeise Garpaccio mit Herbstsalat ist schön dahergekommen. Und Salat haben wir halt sowieso alle gerne, ist erfrischend. Was mich sehr fein dunkelt hat im Salat, sind die Speckwürfel mit dieser feinen Soße. Die Präsentation von der Vorspeise hätte ein bisschen spezieller können sein. Es ist mir gerade so etwas simpel mit den Schälen. Ich hätte etwas auf dem Teller genommen und etwas im Schäli. Dann wäre es schon etwas anders gewesen. Der Teller war für mich fast ein bisschen zu viel gewesen. Der Wein hatte einfach einen sauren Abgang gehabt. Und mit dem Salat zusammen war es vielleicht eben sauer gewesen. Mit dem warmen Vorspeise ist es eher gegangen. Aber nein, ich hätte jetzt einen anderen Wein ausgesucht, den ich selber aussuchen konnte. Yolanda ist an der Pizzockels. Jetzt kommt es, glaube ich, gut. Der erste Versuch ist tatsächlich vergraten. Du kannst ja noch hier drin tun. Ich glaube, jetzt ist es. Ja. Oder? Mhm. Fort mit dem Flutterhaufen. Wenigstens sind wir ein gutes Team, oder? Die haben wir jetzt eben noch den Teig noch mal ein bisschen nachgemacht mit ein bisschen Mehl, weil wir gemerkt haben, dass wir zu viele Eier drin haben. Aber jetzt sind sie schön gekommen. Jetzt bin ich zufrieden mit. Ja, eben, der Teig sollte eine gute Konsistenz haben. Und ich weiss nicht, wir haben einfach noch mal ein Eiwellen nach, wo das Gefühl hatte, es sei ein bisschen zu dick. Und dabei war es gar nicht so gewesen. In der Stube serviert Niclo den Rotwein. Es ist ein Pinot Noir aus der Bündner Herrschaft. Die Kalbsachse ist jetzt schön lind. Kannst du vorzu mitnehmen? Kannst du das Die Pizzockels, die Silvia mit Ervas Schoras, also krauser Minze, gemacht hat, sind fertig. Also anrichten. Aha. Oh, wow. Als Beilage gibt es Rüebli und gelbe Bohnen. Gut. Ja. So. Auch schon gleich gibt die Farbe der Pizzockels zu reden. Weiss jemand, wieso das da so vielleicht grautschelig ist? Wegen Mehl. Ah, ist das Mehl? Das ist doch ein grau. Ja. Kann ich darum nicht. Ich finde es schön, dass sie ein Kalbs gewählt hat. Ich habe es fast vermutet, sie macht Kalbs. Mhm. Und auch, dass sie haxen. Das ist mutig. Ja. Ja. Das ist auch lecker. Ja. Mhm. Also, ja. Und das ist genau richtig durch. Bin so muss es eben sein. Das ist ja so. Ja. Mhm. Es geht. Die Punkte sind verteilt. Da die Kritik zum Hauptgang. Den Hauptgang habe ich natürlich schön gefunden, dass sie die Pizzockel gemacht hat und mit der Krausenminze drin. Hat farblich auch schön ausgesehen, hat gut zum Gebiet gepasst. Kalbshaxe, ich habe das eine gute Idee gefunden. Es war fein gewesen, ich habe es sehr gern. Vor allem das Mark, das wir rausnehmen konnten. Es war gut gewesen, guter Gut. Sehr schön. Die Bohnen hätte vielleicht noch eine Spur linder sein dürfen. Bohnen habe ich gerne lind. Das Fleisch ist auch sehr gut gekocht gesehen, es ist richtig auf den Punkt gekocht gewesen, aber es hat ihm einfach auch ein bisschen den Geschmack gefällt. Die Würze hat es nicht gehabt. Und was mich im Hauptgang gestört hat, war der Glasteller. So komisch, wie es tönt. Das
Die Yolanda karamellisiert die Früchte und die Nüsse im Zucker. Die Soße ist im Gou eher sauer. Dazu gibt es Brownie und Glasse, nämlich Äpfel- und Himbeeresorbet und Zwetschgenraumglasse. Hi, machen. Ja. Gut. Als Eintöpfli serviert Niklo dazu ein Dessertwein. Super, danke. Und dann liegt Schokolade. Jetzt heisst es diffig sein, sonst läuft die Klasse davon. Hatti, bist du im Schuss? Schon bald ist schon das Dessert juriert. Und schon kann der Niklo die Punkte wieder einsammeln. Kannst du den Kochi ausrichten? Das war ein himmlisches Dessert. Super, danke. Gut, hast du gemacht. Wir sind fertig! Ja. Der Dessert war auch ein Highlight. Sehr hübsch daherkommen. Ich fand es kreativ, war fein. Es hat so ein bisschen noch mehr geschmeckt. Der Dessert war phänomenal. Das Brownie war extrem gut. Also ganz etwas Spezielles. Eigentlich eher wie Praline und gleich auch ein bisschen wie ein Küchli. Als ich in den Raum hineinkam, hatte ich sofort ein gutes Gefühl. Es war für mich die beste Dekoration bis jetzt. Der Raum war sagenhaft schön. Das Grün beruhigt halt und schlicht und gleich einfach im E-Linie durch alles Zürich. Es ist alles gut gegangen und gerade gar niemand war nervös. Danke, Vater, hast du es gut gemacht. Oh, jetzt! Oh, zum Kaffee gibt es noch eine Überraschung von der Jüngsten in der Familie. Yolanda hat für die Landfrauen Friandise gemacht. Jetzt schauen wir hier. Die ganze Fahrt haben wir nur von dieser Nusstorte gegessen. Nusstorte, oder vielleicht besser gesagt Nusstörtli, ist also doch noch im Bündnerland. Nächste Woche treffen sich die Landfrauen schon zum letzten Mal. Dann kochen Tanni Simonette aus dem Kanton Freiburg. Schon am Montag berichtet sie im Radio über ihr Menü. Ob Silvias Cheer mit ihrem Menü der Wettbewerb gewinnt, das erfahrt ihr in der Finalsendung vom 9. November.